Hallo, heute stelle ich euch den Braun Series 9 Pro Rasierer vor. Das ist das Modell 9476cc. Wird in dieser Verpackung angeliefert. Ja, wollen wir mal schauen, was da drin ist. Alles einzeln verpackt. Hier ist die Anleitung. Einmal für den Rasierer in mehreren Sprachen. Das wird für die Reinigungsstation sein. Hier ist ein Behälter mit der Reinigungsflüssigkeit. Netzkabel. Mit dem braun spezifischen Anschluss. Das ist die Reinigungsstation. Da kommt auch das Netzkabel hinein. Das war der Inhalt. Mal wie das Gerät hineingesteckt wird. Folie. Und hier ist auch schon der Rasierer. Wow, sieht richtig toll aus. Nochmal Anschlusskabel. Aus Kunststoff. Hier ist der Konturenschneider. Zum Abnehmen werden die Seiten hier zusammengedrückt. Dann kann der Scherkopf abgenommen werden und auch wieder raufgesetzt werden. Geht relativ einfach. Ja, ist noch leer, muss also vorher erstmal aufgeladen werden. Dies ist auch gleichzeitig eine Ladeschale. Durch diese Anschlüsse hier wird das Gerät dann aufgeladen. Das kann man nicht rausnehmen. Hier ist ein Reinigungspinsel. Oben leicht und
das hier kann man nicht hier noch herausnehmen. Hier wird aber sehr wahrscheinlich der Ladestatus nachher angezeigt werden. So, probiere ich mal aus. Hier ist noch eine Folie. Mal zur Reinigungsstation. Mal schauen, wie das hier funktioniert. So. Mit dieser Taste öffnet sich das. So. Deckel abziehen. Unten in das geöffnete Gerät hineinschieben und schließen. So, das war jetzt das Reinigungsgerät. Aber erstmal müssen die Geräte aufgeladen werden. Also es gibt einmal Anschlüsse hier am Gerät. Kann ich jetzt nicht, oder ich muss es einmal rausnehmen wieder. Mache ich den Deckel wieder drauf. Also es gibt einmal Anschlüsse hier an der Reinigungsstation. Hier wird auch kein Akku verbaut sein, also wird permanent mit Strom versorgt werden müssen. Dann gibt es am Rasierer direkt einen Anschluss. Wenn man das Ladeetui nicht nutzen möchte oder vielleicht mit direkter Stromversorgung sich rasieren möchte. Und dann gibt es die Möglichkeit, an der Ladestation und dem Aufbewahrungsetui. So, das probiere ich jetzt hier einmal aus. Und reingelegt. Jetzt muss ich mir noch irgendeinen Stecker suchen. Eingesteckt und hier leuchtet auch schon die Ladeanzeige. Durch Drücken der Power-Taste geht auch der Rasierer in den Ladestatus und wenn man schließt, erkennt man die Ladebalken direkt am Rasierer. Das ist alles gummiert und mit Magnetverschlüssen. Und auch wenn keine Power-Taste da ist, ist hier noch ein Akku integriert. So, jetzt nochmal zum Rasierer. Voll geladen, drückt man jetzt 3 Sekunden lang den Power-Button, ist automatisch eine Sperre da. So. Jetzt durch diese Sperre ist es möglich, den Rasierer zum Beispiel in Kulturbeutel, Koffer oder Aktentasche hineinzulegen, ohne dass er von alleine angeht.
drückt man jetzt 3 Sekunden lang den Power-Button wieder, schaltet er automatisch wieder ein. Die Anzeige hier bedeutet, wann der Scherkopf gewechselt werden muss. Durch Drücken und Hinausnehmen kann man jetzt den Scherkopf entfernen. Das ist das Modell M94. So, schauen wir mal an, wie das Gerät jetzt eingeht. Etwas laut. Akkuanzeige bleibt immer an. So, das ist aus. Also während des Betriebs wird die Akkuanzeige permanent eingeschaltet. Nach dem Ausschalten hier ist nichts verstellbar. Das ist nur ein für den besseren Halt. Das muss ich noch nachschauen. Ja. Und lädt wieder. Ist aber nicht komplett aufgeladen, lade ich jetzt erst einmal komplett auf. So, hier nochmal Reinigungsstation abnehmen, hineinstecken, runterdrücken, fertig. So, hineingesetzt wird der Rasierer dann so, dass die Ladeanschlüsse auch hier dann anliegen. Also hier sind die Anschlüsse zum Laden des Geräts. Es besteht die Möglichkeit, direkt zu laden über die Reinigungsstation, über dieses Akku-Pads hier, was gleichzeitig auch das Reiseetui ist. Das Reiseetui muss natürlich dann auch separat geladen werden. So, blinkt. Lass ihn mal laden. Der Scherkopf kann nur komplett gewechselt werden. Das ist das Modell M94M. Ja, einfach hier draufsetzen, das neue Gerät. Wenn ein neuer Scherkopf gekauft werden muss oder abgenutzt wird, wird das angezeigt hier in der Anzeige nachher. Scherfolie ist noch sehr gut, also geht dann runter und dann sollte man den ersetzen. Also freischwingen und präzise Einstellung.
Ich habe meinen Bart extra etwas wachsen lassen. Ich hoffe, man erkennt das so. So, nach der Rasur zur Reinigung einfach vorne den Kopf entfernen, abklopfen. Und etwas mit Wasser abspülen. Wieder draufsetzen. Bevor er jetzt in die Reinigungsstation kommt, vorher noch einmal kurz abtrocknen. So, hier ist die Reinigungsstation. Die Kartusche wird unten eingesetzt. Sollte man sie längere Zeit nicht nutzen, weil man vielleicht sich mehr nass rasiert mit einem anderen Rasiertyp, sollte man sie vielleicht wieder verschließen und nur bei öfterer Nutzung wieder einfügen. Eingefügt. Gerät wird über einen Netzstecker betrieben. Dann einschalten. Die Ladekontakte nach hinten, dass sie mit den Ladekontakten das Reinigungsgerät in Kontakt kommen können. So. Seit an hier ein drücke ich auf Reinigen und das dauert jetzt eine ganze Zeit. Man erkennt vielleicht auch, wie das Gerät reinigt. Lass es jetzt mal so.
Das dauert jetzt eine ganze Zeit. Es wird nämlich gereinigt und danach wird automatisch der Scherkopf wieder getrocknet. Das ist der Trocknungsvorgang jetzt.